Vielen lieben Dank, dass ihr alle gekommen seid zu meinem kleinen Vortrag über Anarchie. Den habe ich in vier Teile gesplittet. Und wir fangen mit dem ersten Teil heute an und mit dem enden wir auch. Das Experiment im Hackspace Siegen, wo ich herkomme, war alle vier auf einmal durchzuziehen und das hat nicht funktioniert. Irgendwann hat meine Stimme versagt, die Sonne ging wieder auf und alle Leute waren am Schlafen. Das war eine ganz schreckliche Sache. Legen wir wieder los. Da bei GitHub kann man von Anna die Anarchieunterlagen runterladen. Wir sind heute übrigens im Raumzeitlabor. Alle Neulinge, herzlich willkommen. Ich freue mich auch immer, hier im Raumzeitlabor zu sein. Das ist immer ein Duft vom 22. Jahrhundert, den man hier aufnimmt und hoffentlich mitnimmt. Wir haben heute den 17.05.2013 und wenn der Fahrtag vorbei ist, dann ist es immer noch so. Versprochen, der wird nicht zu lange dauern. Und mein Name ist Nanook. Déroulement, ja, wie der Siegerländer auch gerne sagt, Déroulement, ist der Ablauf oder das Abrollen. Vielleicht kennt der eine oder andere den Diffie-Automaten. Ja. Was euch so erwartet? Eine kleine Einleitung, dann der erste Teil, Gesellschaftsform, Anarchie, weil es ist in der Tat eine Gesellschaftsform. Und dann Diskussion zum Abschließen. Punkt. Ihr könnt auch zwischendurch immer Fragen stellen und so, ich bin da nicht so Hitler. Zur Einleitung, die unterteilt sich, also ich mag gerne Struktur haben, also auch die Einleitung unterteilt sich in zwei Formen, den Danksagungen und Formalia. Danke. wie gesagt, ich bin gerne hier und ich danke auch dem Dr. Wallinger, dass er mich hingefahren hat. Ich freue mich, dass Meeresbraut und Vlies da sind, die ich lange Zeit nicht mehr in Siegen gesehen habe. Ich bedanke mich auch bei Blabber, dass er endlich mal ein bisschen Farbe hier ins Spiel reinbringt. Beim Sescha für die Geduld und ich bedanke mich, dass ihr da seid. Ach ja, und danke Mutzi für deine Mikrocontroller, der blinkt, der war echt super. So, Formalia. Habt ihr eure Mobiles lautlos gestellt? Und dann kommen wir auch direkt zur Aufgabenverteilung. Ich hoffe, hier ist eine Person, die während des Vortrages am Internet sitzt. Dies ist ein multimedialer Vortrag aus dem 21. Jahrhundert. Ja, wir werden das Internet benutzen. Wer mag den Internet-Tool sich aufsetzen? Ah, Mutzi meldet sich freiwillig. Vielen lieben Dank. Dann, wo kann man sich den Vortrag runterladen, wenn man nicht alles verstanden hat? Test. Bei euch? Ja, bei uns? .raumzeitlabor.de. .de? .de. Okay. Deutschland.de. und dieses Kürzel RFC kennt ihr bestimmt, Request for Comments. Es gibt gewisse Themen, da werde ich RFC drauf vorschreiben, da dürft ihr mal ganz kurz eure Meinung in den Raum rufen. Aber ihr könnt das auch generell machen. Wenn ihr irgendwas kommentieren wollt, eine Nachfrage habt, da sind wir ganz gechillt. So, fangen wir jetzt an mit unserem Hauptteil. Endlich. Die Gesellschaftsform Anarchie. Irgendwann habe ich mir Update Install Anarchism runtergeladen und es war genau letztes Jahr auf der Meta Rhein-Main-Chaos Days 2012 in Darmstadt, weil da lief jemand rum, der hatte das Debian-Zeichen drauf und dann Anarchism. Dann habe ich ihn darauf angesprochen. Und dann hat er gesagt, ja, lest ihr das mal durch. Und das sind ja mehrere MBs, die man sich da durchlesen muss. Bin ich jetzt einmal ganz durch und ich bin jetzt wieder anderthalb Mal, also ich habe es wieder halb durchgelesen. Es ist sehr interessant. Ich selber bezeichne mich nicht als Anarchist. Ich bezeichne auch keine anderen Leute als Anarchisten. Ich finde das Thema interessant. So, komisch, was ist das? Und diese Frage, komisch, was ist das, ist der Anfang einer jeden Wissenschaft. Im Gegensatz zur Religion, die sagt, komisch, das ist so. ich habe es mal so runtergeladen, da gibt es in Wikipedia, in der deutschsprachigen Wikipedia, man möchte es nicht glauben, ein Portal über Anarchismus, der auch sehr interessant ist, der sehr breit verlinkt und aufbreitet. Da habe ich am Anfang ein bisschen rumgestochert, dann habe ich mir Lektüre geholt, also Totholz, und da ist von Theorie.org Anarchismus in der dritten Auflage erschienen. Sehr gut als kleines Einsteigermodell. Danach gibt es aber auch, also unendlich viel Kram in Bücherform, in Plakatform, in Sprüchen auf Toiletten und auf Wänden, die von Anarchie und Anarchismus erzählen. Kann man alles lesen, muss man nicht. Okay, können wir hier kurz das Licht ausmachen? Wir haben jetzt eine meditative Phase, wie gesagt, wir sind multi-ebonell, wir sind jetzt ein bisschen esoterisch. Kann ich das Licht gerade ausmachen? Ja, klar. Wo ist der Schalter? Nicht, dass ich den falschen Knopf drücke. Da steht Tafel drauf. Tafel? Auf dem Lichtschalter steht Tafel. Hier. So, jetzt nimmst du das Licht ein bisschen runter. Meditation, Anarchie. Geht mal in euch und
atmet Anarchie das Wort ein und aus und stellt euch vor, was Anarchie so alles für euch bedeutet bis jetzt. Riecht es, seht die Farben, der Umgangston, der untereinander vorherrscht. Und jetzt macht er sich wieder an. Ah, Küche. Verdammt! So, jetzt hat ja jeder schon mal was von Anarchie, Anarchismus gehört. Und da haben wir in der meditativen Phase haben wir gerade noch ein bisschen gezogen aus Erinnerungen, aus dem Gehirnmembran irgendwoher, was wir davon halten. Jetzt bitte ich den Internethut, mal diesen Link aufzurufen, Wikipedia, die deutschsprachige, und das Wort Anomie. Getan. Magst du irgendwie, an Wikipedia gibt es ja oben immer so drei Sätze zur Erklärung. Ja. Dazu. Das ist jetzt so schwierig. Du musst Anomie. Es vorgehen, das sollte man so sagen. Darf ich einfach nicht reden? Oh ne, bitte lass mich das machen. Talk to the people! Wunderbar. Anomie, griechisch Compositum aus Alpha Privativum, zur Verneinung und der Endung Nomie für, das kann ich nicht lesen, Ordnung und Gesetz, bezeichnet in der Soziologie einen Zustand fehlender oder schwacher sozialer Normen, Regeln und Ordnung. Vor allem in England war der Begriff ursprünglich ein theologischer Ausdruck für das Brechen religiöser Gesetze. Zur Beschreibung einer Anomie wird umgangssprachlich und irreführend häufig auch das Wort Anarchie, Abwesenheit von Herrschaft benutzt. Das war übrigens aus der Wikipedia Anomie vom, wie auch immer heute das Datum ist, seht ihr im Vortrag. Sehr geil, bravo, ein Applaus, Mutzi. Also die Wikipedia erzählt von der Anomie, schwache soziale Strukturen, wer sich das vorgestellt hat. Die Wikipedia erzählt auch, ha, das ist gar nicht Anarchie, das ist Anomie. Schwache soziale Strukturen sind Anomie. Die Abwesenheit von Herrschaft bedeutet nicht schwache soziale Strukturen, sondern sie bedeutet Abwesenheit von, einfach nur Abwesenheit von Struktur. Anarchie kann selber auch eine Struktur beinhalten. Und ihr kennt wahrscheinlich das Zeichen A in einem O, das auch Anarchie, die Ordnung in der Anarchie oder Anarchie in der Ordnung. Ja? Es gibt durchaus in der Anarchie Struktur, Hierarchien, mit aber einem ganz gewaltigen Unterschied, den ich heute vortragen werde. In der Gesellschaftsform Anarchie. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Vorlesen, das war super. Wenn du möchtest, kannst du auch den nächsten Artikel vorlesen, Anarchie. Bist du vorbereitet schon? Wahnsinn. Es war verlinkt. Anarchie, Herrschaftslosigkeit, Wortbildung aus verneinendem Alpha Privativum und Herrschaft, bezeichnet einen Zustand der Abwesenheit von Herrschaft. Er findet hauptsächlich in der politischen Philosophie Verwendung, wo der Anarchismus für eine solche soziale Ordnung wirbt. Drastischer Punkt. Ja. Vielen lieben Dank für dieses Vorlesen. Soll ich sie umdrehen? Ah, okay. Ist das so in Richtung, Richtform, Mikrofon? Okay. Also hier möchte ich einfach nur mal festhalten, das, was umgangssprachlich Anarchie genannt wird, heißt eigentlich Anomie. Was umgangssprachlich mit Anarchie gemeint ist, diese schwachen Strukturen, die Unsicherheit, was morgen passiert, wie morgen die Aktienkurse stehen, ob das Haus noch abgeschlossen ist, ob man nicht ausgeräubert ist und so weiter und so fort, Kriminalitätsrate, jeder macht, was er will. Survival of the fittest, nur der Stärkste kommt durch. Anomie. Anarchie ist was anderes. Die Antwort mit Anarchie kommt ganz am Ende. Ihr müsst also noch ein bisschen den Spannungsbogen aushalten. Ich möchte hier erstmal, bevor ich den Wandel der Bedeutung von dem Wort Anarchie so ein bisschen aufbrösele, ne? Wir gehen zu den alten Griechen, möchte ich nochmal kurz festhalten, dass wir im 21. Jahrhundert, so wie wir hier stehen, Anarchie haben. Und zwar ist die UN, die UNO, die United Nations, ist eigentlich nichts anderes als Anarchie, weil die Nationen alle gleich bestimmt zueinander gehen und dann Sachen ausbrodeln, Spielregeln feststellen, Strukturen stellen. Das ist halt die Idee der UNO, United Nations. Dass vielleicht das eine Land ein bisschen kräftiger ist als das andere und dann seine Regeln da durchdrückt, hat wiederum nichts mit Anarchie zu tun, sondern mit Durchdrücken von Regeln auf Kosten von Schwachen. Ist aber nicht an sich Anarchie. Aber die Idee von Anarchie ist zum Beispiel bei der UNO gern gesehen. Und überall, wo gleich Leute auf gleichem Augenlevel zusammenkommen möchten. Ansonsten wird Anarchismus, also wird Anarchie noch im Anarchismus gelehrt. Das ist, wie Mutzi es vorgetragen hat, in der Tat mehr so eine wissenschaftliche Sache. Kann man leider nicht studieren, Anarchologie. Zum einen bedeutet das die politische Utopie, dass man halt ohne die strenge Hand
dass Menschen ohne Führung doch irgendwie zusammenkommen können und Sachen aufbauen, Sachen teilen können. So ein Raumzeitlabor, das hat ja auch bestimmt gewisse gewaltsame Strukturen und vielen Dank, Blabber. es gibt aber auch im Anarchismus, also in der theoretischen Lehre von Anarchismus, die Idee, man könnte ja trotzdem versuchen, obwohl es die einen sagen, es ist eine Utopie, könnte man doch trotzdem versuchen, das real umzusetzen. Und wie man das real umsetzt, Achtung, ein weiterer Spannungsbogen und ein Cliffhanger, erfahrt ihr mal im dritten Teil. In 3 Monaten oder 2. Dann gibt es noch den hochehrwürdigen Wissenschaftszweig der Sozialanthropologie. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Genauso wie die politische Anthropologie. Die gehen rum, schauen sich Gesellschaftsformen an. Anarchie ist halt eine Gesellschaftsform. Schauen sich auch Gesellschaftsformen von indigenen Völkern an und haben dann festgestellt, aha, so wie ihr lebt, das ist eine Anarchie. Es gibt da einen Anthropologen, der heißt Marsha Salins, der hat gesagt, und das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr werdet eben gleich Bilder sehen von einem indigenen Völkergruppe, als Arschloch formuliert, die haben keine Klamotten, die haben kein Auto, keine Autobahn, kein Internet, kein Strom, kein fließend Wasser. Ja, ein Urvolk quasi. Und dieser Anthropologe macht da einen unglaublich geilen Schritt und sagt, die Gesellschaftsform, mit der wir aufgekommen sind, die westlichen Kultur, und die Gesellschaftsform, in der diese indigenen Urvölker leben, die sind gleichberechtigt. Ja, man kann also nicht sagen, nur weil wir, ich bin halb Franzose, den Eiffelturm haben, sind wir besser als ihr, indigenen Urvölker, weil ihr keinen Eiffelturm habt. Und der sagt so, wenn man Gesellschaftsformen nebeneinander stellt, so ist seine Idee, sind sie alle gleichberechtigt. Und das ist ein verdammt großer Schritt, weil die westliche Kultur in der Vergangenheit, so ist meine persönliche Meinung, nicht immer so edelmütig, sanftmütig oder gleichberechtigt gegenüber Fremden waren. So, das mit den internationalen Beziehungen in der politischen Theorie ist auch anarchistisch, habe ich gerade gesagt, die UNO zum Beispiel. Aber wenn jetzt eigentlich, wenn Frau Merkel mit der politischen Führungskraft in Griechenland spricht, sollten die eigentlich auch auf einer Augenhöhe sein, dass das jetzt gerade nicht so läuft, ist doof, aber eigentlich sollten sich Nationen untereinander auf derselben Ebene begegnen und dann Sachen ausdiskutieren. Was alle diese Gesellschafts-, also diese Definition von Anarchie gemeinsam haben, in der Anthropologie, in der politischen Theorie, ist, dass sie eigentlich Herrschaft in ihrem repressiven Modus ablehnen. Und das, vielen Dank, dass ihr da wart, das ist nämlich Anarchie. Ich kann meinen Vortrag eigentlich beenden. Es gibt Herrschaft und da wird unterschieden zwischen Herrschaft in einem repressiven Modus und der Rest. Und der repressive Modus heißt quasi unterdrückend. Und von dieser Herrschaft kann man sich nicht einfach so entledigen. Das ist, nennen wir sie einmal eine böse Herrschaft. Und die, dagegen ist Anarchie. Anarchismus lehnt so eine Art von Herrschaft ab. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand den Projekthut auf hat, wie zum Beispiel der Mutzi und hat den Internethut auf und macht da was, dann können wir ihm auch den Hut wieder wegnehmen. Das ist in diesem Fall kein repressiver Modus von Herrschaft. Aber Mutzi findet vielleicht irgendwann mal auch Wege, zu sagen, okay, ich bin jetzt der Internethut, das Internet gehört mir. Und ihr müsst mich fragen und mich anbeten und so weiter und so fort. Und dann würde man relativ schnell feststellen, dass Mutzi es geschafft hat, einen nicht-repressiven Modus in einen repressiven Modus zu verwandeln. Und das ist auch ein bisschen das Problem, das Anarchie hat, was der Konstruktivismus hat, was viele humanistische Theorien haben, ist, die kommen immer Friede, Freude, Eierkuchen zusammen, aber die vergessen immer zu klären, was passiert denn eigentlich, wenn jemand hart trollt. ich lade jetzt hier über das Video alle Zuschauer ein, zum 2. internationalen Trollcon zu kommen. Die findet im Oktober statt, hier im Raumzeitlabor. Letztes Mal, als ich hier war ja auch entweder so, Trollen ist ein Spaß, so kann man mitmachen, aber andere Trolle, die sind so hart, die wirst du nicht los. Das wäre ein repressiver Modus. Da wird der Anarchist sagen, hör auf. Was macht er dann? Wird er ihm auf die Fresse hauen? Fresse hauen ist auch repressive Gewalt eigentlich. Das ist schwierig. Ja? Aber Schopenhauer hat gesagt, man sollte im Namen der Toleranz und zugunsten der Toleranz darf man durchaus mal intolerant sein. Nur wie das dann halt von dem abstrakten, geflügelten Aphorismus, Spruch, bunter geht in den Alltag, hat er nicht beantwortet, der Schopenhauer. Hat er ihn einen anderen Spruch rausgedrückt. War ein Sprücheklopper. So. Folgt mir auf eine Reise durch die Geschichte der westlichen Kultur.
Und zwar immer, wie haben die damals Anarchie verstanden, definiert oder gefühlt? Wir fangen dann bei minus 800 vor der Kaltrechnung an, um das böse CH-Wort nicht immer zu nehmen. Und da gab es Homer und Herodot. Und die haben gesagt, ja, die Anarchie, das ist einfach eine Gruppe von Menschen, die keinen Anführer haben. Das haben sie aber auch gleich für Soldaten mit übernommen. Damals war eine Gruppe von Menschen auch gleichzeitig eher ein kämpferischer Haufen. Kommen wir zu Xenophon. Also ihr müsst sehen, diese Steinsköpfe, die waren damals in Mode. So ist man früher rumgelaufen. Der hat auch ganz klar gesagt, ja, genau, wenn du keinen Staatsbeamten hast, der Zeitraum, das ist jetzt wichtig, ist jetzt ein Zeitraum, nicht ein Zeitpunkt, wo du keinen Anführer hast oder keine strukturelle Sache, sondern einfach nur dieser Zeitraum. Es gibt einen Staatsoberhaupt und dann ist der Kopf ab und dann kommt der nächste. Dieser Zeitraum ist Anarchie. Deswegen einfach nur interessant, weil jetzt Anarchie von einer Bevölkerungsgruppe auf einen Zustand, der bei allen Bevölkerungsgruppen über einen Zeitraum herrschen kann, draufgeht. Und dann haben wir Euripides. Der muss wohl irgendwas mit der Navy zu tun haben. Und mit Leiter meinte er, also das ist eine Übersetzungs-, also es ist nicht die Wandleiter oder sowas, oder die Doppelleiter, sondern es ist wirklich der Anführer auf dem Boot. Was sehr interessant ist, weil noch der großartige Westerwelle vor ein paar Monaten ja gesagt hat, auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt es einen, der irgendwas regelt. Es ist auch so, dass ich in letzter Zeit den Sportbootführerschein gemacht habe. Und die erste Frage, die man da beantworten muss, in jedem Antwortbogen und so weiter und so fort, ist, wer ist der Verantwortliche? So. Ob man jetzt zu sagen, hey, nur weil jemand verantwortlich ist, ist er jetzt ein repressiver Herrscher, ein Despot, bisschen weit gesprungen vielleicht. Kommen wir zum nächsten, dem Aristoteles. Der sagt halt, dass Anarchisten oder Anarchismus das ist, dass es Sklaven gibt und die haben keinen Herrn. Und das ist ein bisschen blöd, weil das ist so ein Zwei-Schichten-Denken, mindestens zwei Schichten. Und wenn die obere Schicht weg ist, dann hat die untere Schicht Anarchie. Aber man könnte ja eigentlich auch sagen, quasi, wenn die untere Schicht in die obere Schicht aufgeht, ja? Oder wenn es keine Schichten mehr gibt, ist es dann noch Anarchie. Da ist halt immer noch dieses Klassendenken drin. Was heißt immer noch, bei uns ist das immer noch drin. Ich bin mittlerweile noch 2300 Jahre vergangen. Dann kommen wir, was jetzt interessant ist, ist ja ein großer Sprung, ne, bis 1469 zu Machiavelli. Die Römer hatten kein Wort für Anarchie. Ja, ich meine, Anarchie ist sowieso ein bisschen schwierig. Also wenn Anarchie die Abwesenheit von Herrschaft ist, dann wäre das deutsche Wort für Anarchie Herrschaftslosigkeit. Ja, genauso wie Anarchie ein A vorne hat, weil das negiert die Abwesenheit von Herrschaft, haben wir in der deutschen Sprache Herrschaftslosigkeit. Aber den Zustand ohne Herrschaftslosigkeit, da gibt es kein Wort für. Versteht ihr, was ich ein bisschen meine? Also, wir müssen immer die Abwesenheit von etwas definieren, wenn wir über Anarchie sprechen. Das ist ein bisschen blöd. Aber, na gut, da ist man müßig, sich drüber zu streiten. Der Machiavelli, der ist deswegen so toll, weil er gesagt hat, dass in seinem Bild gibt es halt die Tyrannei, die Oligarchie und die Anarchie. Und die Anarchie ist quasi das Schlimmste von allen. Ja, also da hat, wenn wir von der tollen Form der Demokratie, war wunderbar angesehen damals, ihr müsst auch verstehen, dass Machiavelli zur Herrschaftsschicht gehörte, also zur Politikerkaste, dann war Anarchie die Degeneration von der Demokratie, also die Enteignung seiner Macht. Die alten Griechen, die wir hin und wieder rausholen für, ne, die ersten Demokraten auf der Welt, die hatten halt mit ihrem Sklavenhalterei und so weiter und so fort, darf man die heute als Demokrat eigentlich nicht mehr als Vorbild dran nehmen. Ja. Dann haben wir hier 1661 ein in Latein geschriebenes Lexikon, das aber in deutscher Sprachform erschienen ist. Und das hatte angeblich, ich zitiere jetzt die Wikipedia, kreuzigt mich nicht, nagelt mich nicht drauf fest, ist das erste Lexikon, was definiert hat, schriftlich, was Anarchie bedeutet. Ja, und kann jemand Latein? Ah, ein aufgeklärter Haufen, finde ich gut. Anarchie existiert, wenn es keinen Senat, kein Recht und kein Gesetz gibt. Sie ist von größerem Übel als die Tyrannei. Also man merkt hier, dass auch Anarchie, der Tyrannei, also ist schlimmer als Tyrannei. Ja, wir brauchen eine Rechtsordnung, wir brauchen jemanden, der mit der gestrengen Hand sagt, was mit uns passieren soll. Und dann sind wir auch schon im 18. Jahrhundert angekommen. Und das 18. Jahrhundert ist deswegen interessant, weil ist so ein bisschen Anfang von Nationalstaaten. Ja, also in welcher Form wollen wir eigentlich leben, hat man sich damals gestellt.
nicht jeder durfte die stellen, schon viel weniger durften sich dazu äußern. Und da hat er Immanuel Kant, der berühmt ist als der Aufklärer, als ganz toller Held, gesagt, Anarchie ist Gesetz und Freiheit ohne Gewalt. Ja, das Problem ist, der hat schon damals, also der schreibt kompliziert und das haben früher Leute damals nicht verstanden. Rousseau ist allerdings der Erste, also jetzt haben wir schon festgehalten, Anarchie ist der Zustand, ist immer schlimmer als Tyrannei und so weiter und so fort. Er ist aber auch der Erste, der eine Person herauspickt und sagt, du bist ein Anarchist, du Haufen Scheiße. Und zwar, wann hat er das gemacht? Genau, am 23. Mai, interessant, der 23. Mai für Discordianer und Illuminati-Gläubiger, 1793, Französische Revolution, hat er das benutzt, um den politischen Gegner zu diskreditieren. Das war der politische Gegner. Die Sans-Culottes, die hatten also ganz normale Hosen, damit konnten sie arbeiten, besser arbeiten, das ist also die Arbeiterschicht in dem Sinne. Und die hat er beleidigt. Die waren damals, während den Viren der Französischen Revolution, Sprung der Aufklärung, Gleichberechtigung und so weiter und so fort, durften die halt auch mit an den großen Tisch der Entscheidung. Und da war halt eine Wahl und Rousseau hat gesagt, ihr seid doch Anarchisten als Beleidigung. Seitdem ist wahrscheinlich der Anarchist eher in der Arbeiterschaft zu finden, durch dieses Bild, als wo man heute jetzt auch Anarchisten finden könnte. Zum Beispiel, für diese Aussage werden meine anarchistischen Freunde mich hassen, aber sagen wir mal, diese freie Marktradikalisten, Freiheit von allem, kein Staat und so weiter und so fort, die sehen sich selber auch als Anarchisten. Die werden hier aber nicht unten in der Arbeiterschaft, sondern eigentlich genau auf der anderen Seite. So, dann kommt William Godwin, soviel ich weiß, ein gutgläubiger Mensch, ein christlicher Mensch. Und der hat da ein bisschen drüber gearbeitet und dann gesagt, dass, der hat ein Werk geschrieben, das heißt Inquiry Concerning Political Justice and Its Influence on General Virtue and Happiness. Also das ist eine kleine Ausarbeitung über politische Gerechtigkeit und was sie für Auswirkungen halt hat auf Tugenden und auf das Glücklichsein des Einzelnen. Das ist eine Frage, die hat man sich halt damals echt noch gestellt, inwiefern Rechtsprechung das Wohl eines Einzelnen berührt. Ist für uns eigentlich kalter Kaffee. Ich möchte jetzt kurz auch einen wichtigen Abschnitt aus diesem Buch vorlesen. Und zwar hat er geschrieben, die Natur der Anarchie ist nie hinreichend verstanden worden. Sie ist zweifellos ein schreckliches Unheil, aber sie ist weniger schrecklich als der Despotismus. Wo die Anarchie Hunderte erschlagen hat, hat der Despotismus Millionen über Millionen geopfert, mit dem einzigen Ergebnis, dass die Unwissenheit, die Schlechtigkeiten und das Elend der Menschen verewigt wurden. Die Anarchie ist ein kurzlebiges Unheil, während der Despotismus nahezu unsterblich ist. Der Despotismus ist es, dem die Anarchie ihren Stachel verdankt. Das ist deep. Soll ich das nochmal wiederholen? Also er zum Beispiel ist der, ich rap das mal ein bisschen zusammen, in a nutshell. Ist ja keine Rocket Science. Was er sagt, der ist der Erste, der quasi auch aufschreibt, damals ein Buch was zu schreiben war schon toll, nicht einfach nur bloggen oder so oder twittern, der hat gesagt, ja, jetzt hat sich das gewandelt, ich persönlich sehe Anarchie nicht so toll wie Demokratie, da wollen wir uns nicht drüber streiten, aber es ist besser als Despotismus, wo Leute geopfert werden. Und das ist halt der Erste, der Anarchismus dann langsam in ein fast schon gutes Licht rüberrücken möchte. So, jetzt kommen wir. Doch nicht. Sekunde, den muss ich hier suchen, das habe ich umgestellt. Der Typ ist sehr interessant, den haben wir auf der nächsten Seite. Der hat nämlich zwei Namen. Und ich bin ein großer Freund von Leuten, die Pseudonyme benutzen. Der ist auch jetzt endlich mal wieder jemand aus dem deutschsprachigen Raum. Der erste ist ein offizieller Name, sein bürgerlicher Name. Und Judah Löb Baruch war sein echter Name, so haben seine Eltern ihn genannt. War also Jude und gehörte damit definitiv zu den Leuten, die damals geschasst wurden. Und deswegen muss er neue Namen ansuchen. Und da merkt man auch gleichzeitig, dass er irgendwo Opfer ist von einer politisch-gesellschaftlichen Ungerechtigkeit. Und er zum Beispiel schreibt über Anarchie. Achso, ganz kurz vorher. Der ist Poet und Schreiber gewesen. Der hat irgendwie Zeitungsartikel und Kommentare und sowas rausgebracht. Ich glaube, der war der erste Kolumnist. Er hat das Genre quasi erfunden. Er schreibt, nicht darauf kommt es an, dass die Macht
in dieser oder jener Hand sich befindet. Die Macht selbst muss vermindert werden, in welcher Hand sie sich auch befindet. Aber noch kein Herrscher hat die Macht, die er besaß, und wenn er sie auch noch so edel gebrauchte, freiwillig schwächen lassen. Die Herrschaft kann nur beschränkt werden, wenn sie herrenlos ist. Freiheit geht nur aus Anarchie hervor. Von dieser Notwendigkeit der Revolution dürfen wir das Gesicht nicht abwenden, weil sie so traurig ist. Wir müssen als Männer der Gefahr fest ins Auge blicken und dürfen nicht zittern vor dem Messer des Wundarztes. Freiheit geht nur aus Anarchie hervor. Das ist unsere Meinung. So haben wir die Lehren der Geschichte verstanden. Ich kriege ein bisschen diese Gänsehaut. Ich will Schluck Mate trinken. Geil. Also was er herausarbeitet, ist, dass man halt nur, dass das Individuum, die einzelne Person in einer Gesellschaft, dann fangen wir andersrum an, eine Gesellschaft ist ja mehr als nur die Summe der Einzelteile der Individuen. Gute Ideen kommen zum Beispiel besser zustande, wenn drei Leute miteinander reden, als wenn jeder in seinem Zimmerchen. Egal, was so toll ist. Zum Beispiel gilt das auch für der Hackito Ergo Sum. Das ist eine Hacker-Konferenz gewesen. Und da steht zum Beispiel, none of us is smarter than all of us. Und das ist halt das Plus einer Gesellschaft. Wenn wir 100 Leute sind und wir leben zusammen, sind wir intelligenter als der Intelligenteste von uns alleine. Die Frage ist halt nur, wie geht die Gesellschaft mit dem Einzelnen um? Ja, wenn wir Spielregeln als Gesellschaft definieren, ist jeder Einzelne davon betroffen. Und das ist ein Trade-off. Das ist ein Zielkonflikt. Er möchte jetzt die Freiheit der einzelnen Person maximieren in einer Gesellschaft. Und wenn wir die Freiheit einer Person ins angenommene Unendliche maximieren, wo bleibt denn dann die Gesellschaft? Ne? Weil, so werden andere argumentieren später, wir brauchen auch eine Form der Sanktion gegenüber dem Einzelnen. Nur wenn man den Einzelnen zu sehr beschneidet, dann kippt das wieder in eine ganz andere Richtung, den Despotismus zum Beispiel. Und in diesem Trade-off und dieses Abwägen haben die Anarchisten noch keine Antwort gefunden. Generell ist der Anarchist weniger jemand, der eine Antwort wissenschaftlich oder sonst wo sucht, sondern der macht einfach. Spielregeln, die vielleicht im Hackspace gelten, wie zum Beispiel die arbeitende Hand oder die machende Hand, hat Vorfahrt vor der Hand, die sagt, nee, das geht nicht, das ist gefährlich, würde der Anarchist zustimmen. Zu sagen, okay, komm, wir setzen mal zusammen und jeder schmeißt seinen, wir teilen auch diese ganzen Hardware und Tools, die wir zusammen hier haben, würde der Anarchist super finden. Ja? Weil halt da ausbalanciert wird, okay, wo ist die Gesellschaft, wo ist der Einzelne und wie kommen die Einzelnen als Gesellschaft zusammen? Ah ja, hier, weil der so toll ist. Ne? Also ich bin über Wikipedia über ihn gestolpert und dann in meiner Bibliothek habe ich ihn aufgesucht. Also ich habe im Internet danach gegoogelt. Andere Zitate, will ich einfach nur ein bisschen Hintergrund erzählen. Vielleicht kennt man von ihm das Zitat, vieles kann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht. Ja, ist das nicht schön? Und dann, ich glaube, da hat Tupac von ihm geklaut. Nichts ist von Dauer, nur die Veränderung. Only change remains, Tupac. Okay, vielleicht falsches Sinn. Ich nehme euch nur auf den Arm. Erwähnenswert zum Beispiel ist auch hier, im Dienste der Wahrheit genügt es nicht, Geist zu zeigen, man muss auch Mut zeigen. Ja? Also es heißt nicht, wenn das ist Aufruf zu Zivilcourage oder zivilen Ungehorsam. Ja? Es reicht nicht zu sehen, dass irgendwas blöd ist, sondern man muss es auch abstellen. Und das hängt jetzt bei mir an der Tür. So, und dann noch was Lustiges von ihm. Seit ich fühle, habe ich Goethe gehasst. Seit ich denke, weiß ich warum. Wir verstehen uns echt gut in vielen Sachen, ohne Scheiß. So, Pierre-Joseph Proudhon, ein Franzose, ist der Erste, der gesagt hat, ich bin Anarchist. Ah, wie kannst du dich denn selber beleidigen? Ja, so, wisst ihr, ne? Giraud hat vorhin auch ein Franzose gesagt, du bist ein Anarchist, Beleidigung, und er sagt, ich bin Anarchist. Interessant. Erinnert mich so ein bisschen wie die Piratenbewegung, haben ja auch erstmal die Content-Mafia gesagt, das sind Piraten. Und ich so, wir sind Piraten, die Geld. Der ist deswegen von großartigem Wert für die Anarchie, weil er nicht nur sich selber beleidigt. Der hat einen Lebenswandel, das war so ein, ist er übelst viel rumgekommen, der ist Ewigkeiten vor allen Leuten geflohen. Der hat sich mit Karl Marx in die Quere gekriegt. Dann hat Karl Marx ihn aus der Internationale rausgeschmissen. Und er hat ein Buch geschrieben, daraus stammt das Zitat, Eigentum ist Diebstahl. Das ist leider auf Französisch. Und das Buch heißt Qu'est-ce que c'est la propriété? Dem werden wir später noch begegnen.
die ganzen Einführungsbücher widmen dem Proudhon schon viel, viel Platz. Eben weil er halt sich gefragt hat, okay, was ist dein Eigentum, was ist der Besitz? Was bedeutet das, wenn etwas mir gehört? Was bedeutet es, wenn eine Wohnung mir gehört, in der ich nicht wohne, die ich nicht brauche? Was bedeutet es, wenn die Hausbesetzer da auf einmal da drin sind und die brauchen das? Was bedeutet es, weil ich Eigentumsansprüche habe, die ich eigentlich nicht brauche, die Polizei, die Staatsgewalt kommen lasse, die dann die Hausbesitzer, die jetzt wieder in Not sind, Hausbesetzer, die in Not sind, rausschmeiße? Was bedeutet es, Zinseszins zu verlangen? Was bedeutet es, jemanden zu entlohnen für seine Arbeit? Ich glaube, damals kam es auch so hoch, dass ein Arbeitnehmer Arbeitnehmer heißt. Und Bruno hat gesagt, nee, der Arbeitnehmer, wieso heißt der Arbeitnehmer? Er gibt doch seine Arbeitskraft dem Arbeitgeber. Also eigentlich ist es umgekehrt. Der hat auch viel so den Kapitalismus halt kritisiert. So was wäre die meiste Kapitalismuskritik, die wir heute begegnen können, wenn wir denn wollen, basiert zu großen Teilen auch auf Frodo. Also die linke Szene ist voll von Sachen, Eigentumsdiebstahl, deins, meins, das sind nur bürgerliche Kategorien und solche. Oh, ich habe bei den Danksagungen vergessen, Slowpoke zu erwähnen, der mir bei seinem Vortrag einen Tipp gegeben hat, wie ich mich hier am besten kleide. Es ist übrigens sein T-Shirt, ungewaschen. Ist es nicht. Ist so gut, dass Slowpoke nicht da ist. Schon längst. kommen wir zu David Ehlstadt. Der ist auch eher bei den Schreibern zu finden. Und da möchte ich auch ein bisschen erzählen. Eine Welt, in der keiner regieren soll über die Arbeit und Mühe eines anderen. Das ist Anarchie. Also Anarchie ist, wenn keiner sagt, was du arbeiten sollst und wie viel Schmerzen du aushalten musst. Bundeswehr zum Beispiel wäre ein gegenteiliges Bild. Ja, da kann zum Beispiel Stabsunterfeldwebel, Stabs-STU, keine Ahnung, wie heißt der eigentlich nochmal? Der Feldwebel kann einfach dem Gefreiten sagen, gib mir nochmal 10, ja, und drücken. Oder noch mehr Sandsäcke. Ja, du musst das halt machen. Eine Welt, in der Freiheit jeden beglückt, den Schwachen, den Starken, ihn und sie, wo deins und meins keinen unterdrücken will. Das ist Anarchie. Also, so viel von ihm, zu ihm. Deins und meins sieht man einfach von Proudhon da drinnen. Gucken, jetzt bin ich gespannt, was nächstes kommt. Max Nettlau. Was für ein cooler Typ der ist. Ich will jetzt die Geschichte jetzt nicht falsch erzählen, aber der Typ hat einfach reich geerbt. Ja, der hätte von seinem Vater eigentlich irgendwo reingesteckt werden sollen, was er nicht machen wollte. Die Zeiten waren damals hart und dann musste er es machen. Und dann ist die Familie tragisch verstorben, wurde aber als Erbe unabhängig und wandte sich dann seinem persönlichen Fetisch zu, nämlich der Erforschung des Anarchismus. Was wir heute noch so Anarchismus wissen, das wissen wir eigentlich aus seiner großen Bibliothek. Der hat Flyer behalten. Der in der heutigen Zeit, der würde die Klotür, wo Anarchie draufsteht, der würde die abmontieren und mit reinnehmen mit sich und für spätere Zeiten aufbereiten. Der hat selber viel darüber geschrieben und zusammengefasst und so weiter und so fort, auch ein bisschen strukturisiert und kategorisiert. Aber größtenteils hat er es aufgesaugt wie ein Schwamm. Und er hat natürlich allen gesagt, was, du willst einen Flyer verteilen, wofür? Oh ja, das ist anarchistisch, hier, hab Teil von meinem Erben, startet die Revolution oder recht den repressiven Modus. Ich mag dein T-Shirt. und damit, ich habe den jetzt nochmal reingenommen, nicht nur weil der für die wissenschaftliche Erforschung oder Bedeutung für Anarchismus so wichtig ist, weil er halt viele Quellen zusammengebracht hat und selber erstellt hat, sondern es ist ein Hobby geworden. Also vorher war es eine Beleidigung, dann kann man sich selber dazu als solches bezeichnen. Man ist Anarchist, man macht anarchistische Sachen. Cliffhanger für vierter Teil. Aber er hat jetzt als erster, so von dem ich jetzt kenne, ein ganzes Haus voll anarchistischer Sachen und er wird nicht in den Knast geschleppt oder ausgepeitscht oder er verliert keinen Kopf. Die Gesellschaft selber wird über der Zeit, je mehr sich die Gesellschaft an dem Anarchismus abreibt, umso freier und gleichberechtigter scheint sie zu werden. Tada! Zweiter Weltkrieg. Die Confederation Nacional de Trabajo. Oder wie das ausgesprochen wird. Ich hoffe, Trabajo. Kann das einmal jemand mit dem Feuer sagen? Confederación Nacional del Trabajo. Oh ja! Spanisch nicht für den Arsch gewesen. Ich soll für eine Nudel.
Der Link da unten ist sehr interessant. Das eröffnet einen riesen... Da muss ich halt noch durchlesen. Das habe ich erstmal einmal durchgelesen. Es gibt auch Videos und Dokumentationen zu Anarchismus in Spanien. Was ich so mir notiert habe quer, habe ich Gott sei Dank auch aufgeschrieben. Also wir finden uns 1920, ein bisschen später, 1936. Und ich rate das mal ein bisschen runter. Es endet, der Spoiler, den kennt er, ne? Endet im Zweiten Weltkrieg, im Faschismus und so weiter und so fort. Aber es gab eine kurze Zeit. 1936 gab es in Spanien eine profunde anarchistische Revolution. Mehr als 75% der Unternehmen der spanischen Wirtschaft wurden der Herrschaft der Arbeiter unterworfen. In Bereichen mit stark sozialistischem Einfluss war der Anteil sogar niedriger. Da möchte ich kurz festhalten, da wo anarchistische Revolution war, haben 75% der Unternehmen sind quasi Arbeiterunternehmen geworden. Die andere, also diese fiese Theorie über Sozialismus und so weiter und so fort, da gab es auch eine Revolution, eine sozialistische Revolution, auch in Spanien. Die hatten aber die Umschichtungsgewalt weniger. Die haben es nicht so ernst genommen. Da ist aber vielleicht, ich habe das Gefühl, dass der Anarchist der Erste ist, der blutet nach einer Revolution. Ja, also es kommt halt eine Revolution, irgendwelche Kräfte biegen sich und in dieser luftleeren Raum fragen sich Leute, ja, wie wollen wir leben? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die einen sagen, ja, folgt mir. Und die anderen sagen, keine Ahnung, wie willst du denn leben? Oh, ja, ist eine gute Idee. Und das? Ah, nicht so, aber wir können es so machen. Und dann kriegt man was hin. Offensichtlich ist das erste ein Führermodell und das zweite ist mehr so ein gemeinschaftliches Gesellschaftsmodell. Und in den Revolutionen, auch später in der russischen Revolution, gibt es halt dieses Machtvakuum und es entstehen tatsächlich immer anarchistische Formen, kleine Gruppen, die leben können, über mehrere Jahre hinweg teilweise, weil sie Handel betreiben und tauschen, sehr viel reden, also echt viel reden, sehr viel lernen und so, aber es funktioniert. So, und wenn dann irgendwann die zwei großen Kräfte sich wieder geordnet haben, das Erste, was sie machen, ist, die Anarchisten übers Messer laufen zu lassen. Da könnte man jetzt sagen, oh scheiße, der Anarchist muss ja so wütend sein. Auf den Faschisten, auf den Nationalsozialisten, auf den Kommunisten, auf den Sozialisten, auf all die, auf den Christen, auf alle Isten, die es so gibt, vielleicht nicht auf die Humanisten. Der muss auch echt so ein trauriger Mensch sein. Aber meistens stirbt ein Teil der Anarchisten und die anderen kommen schon irgendwie weiter. Also da sie halt ein Netzwerk aufgebaut haben und offensichtlich fähig sind, mit anderen Menschen in Situationen zu leben, die ungewöhnlich sind, ist halt das nächste hierarchische System auch einfach nur vielleicht ein Mantel, den sie halt irgendwie aushalten müssen. Was ich eigentlich festhalten möchte, ist, dass anarchistisches Zusammenarbeiten wahrscheinlich vielleicht eventuell, meine These, eine menschliche Eigenschaft ist. Genauso wie halt das Folgen und Führen. So kann durchaus auch das Anarchistische eine menschliche Eigenschaft sein. So, die Fabriken, die Unterworfenen, werden vom Arbeiterkomitee betrieben. Landwirtschaftliche Flächen werden kollektiviert und als freie Kommunen betrieben. Das heißt, jeder kann drauf, darf Sachen dort sehen, darf auch Sachen ernten. Das Ding würde wahrscheinlich im 21. Jahrhundert Transition Town heißen oder Green Spaces oder Urban Gardening oder so. Gab es ja auch was zu, ne? Hat es funktioniert? Also, Es wird aufgezeichnet. Das machen wir nach der Aufzeichnung. Ah, was? Ah, hat nicht funktioniert. Alles kaputt. Na gut. Allerdings wurden auch Hotels, Friseursalons und Restaurants kollektiviert und von ihren Mitarbeitern betrieben. Der Anarchist sieht häufig, oder ein anarchistisches Argument gegenüber dieser klassischen Arbeiterstruktur, Chef und Arbeiter oder Angestellter ist, zu sagen, okay, wenn du zum Beispiel einem Konzern vorstehst und irgendwie 5000 Leute davor hast, dann hat der Chef da oben eigentlich, ist eine ganz arme Sau, weil der muss ja eine Gehirnanstrengung leisten, die 5000 Leute, wenn sie halt auf einer Ebene miteinander kommunizieren würden, von alleine, so en passant machen. Das muss jetzt der Chef da oben alleine machen. Der hat ja einen unglaublichen Erfolgsdruck. Ein paar Leute kriegen das hin und können erfolgreich sein, aber so argumentiert der Anarchist oder auch die ganze konstruktivistische Lehre, zu sagen, okay, also eigentlich, wenn 5000 Leute zusammenkommen, die können sehr viel mehr als halt eine Pyramide mit 5000 Leuten, wo nur ein Mann oben an der Spitze ist und die Richtung vorgeht. Wo war ich? George Orwell hat damals gelebt. Ja. Und der war da. Cooler Typ. Ich war mehr oder weniger, schreibt er, durch Zufall in die einzige Gemeinschaft von nennenswerter Größe in Westeuropa gekommen, wo politisches Bewusstsein und Zweifel am Kapitalismus normaler waren als das Gegenteil. Hier in Aragonien lebte man unter Zehntausenden von Menschen, die hauptsächlich, wenn auch nicht vollständig, aus der Arbeiterklasse stammten.
Das liegt daran, dass die Arbeiterklasse nominell immer sehr viel größer ist als irgendeine andere Klasse. Sie lebten alle auf dem gleichen Niveau, unter den Bedingungen der Gleichheit. Theoretisch herrschte vollkommene Gleichheit, theoretisch, und selbst in der Praxis war man nicht weit davon entfernt. In gewisser Weise ließe sich wahrhaft sagen, dass man hier einen Vorgeschmack des Sozialismus erlebte. Damit meine ich, dass die geistige Atmosphäre des Sozialismus vorherrschte. Die geistige Atmosphäre, ne? Viele normale Motive des zivilisierten Lebens, Snobismus, Geldschinderei, Furcht vor dem Boss und so weiter, hatten einfach aufgehört zu existieren. Die normale Klasseneinteilung der Gesellschaft war in einem Umfang verschwunden, wie man es sich in der geldgeschwängerten Luft Englands fast nicht vorstellen kann. Niemand lebte dort außer den Bauern und uns selbst und niemand hatte ein Herr über sich. Okay, wir kennen ja George Orwell, vielleicht, weil er mitgekriegt hat, wie das alles geendet hat. Dieses scheint ja für ihn ein Paradies gewesen zu sein. Ist er später auch relativ skeptisch geworden und hat dann sowas wie 1984 rausgeboren. Aber er ist halt auch Journalist und kann auch sehr vieles blumerant rüberbringen. Deswegen, ich würde gerne noch einen fünften Teil machen über diese Zeit, aber leider hatte ich keine Zeit, das bisher zu machen. In den kollektivierten Gebieten orientierte man sich am Grundprinzip, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Kennen wir irgendwo her, ne? Der Spruch ist dann später sehr hart vergewaltigt worden durch die Nazis. An einigen Stellen in den anarchistisch organisierten Gebieten war Geld völlig eliminiert und durch Gutscheine ersetzt worden. Unter diesem System hatte Ware oft nur ein Viertel ihrer vorigen Kosten. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn man später dann sagt, so, bei der Kapitalismuskritik gibt es auch mal Kritik an Zinseszins und was eigentlich die Ware wert ist im Vergleich zu Geldmengen und so weiter und so fort. Vergesst nicht, ich bin Bindestrich-Informatiker, Wirtschaftsinformatiker und habe den Punkt da reingenommen. Die anarchistischen Kommunen produzierten mehr als vor der Kollektivierung. Insbesondere im Rüstungssektor? What the fuck? Die haben Bürgerkrieg geführt. Ja, und auch offensichtlich auch noch effizienter. Sie haben verloren. Oh, shit. Jetzt hast du gespoilert. Aber jetzt zu der Produktivität. Weil viele sagen, ja, wenn alle so sagen, ja, soll ich jetzt hier arbeiten oder was mache ich jetzt hier? Ich will lieber schlafen. Im Anarchismus könnte man nicht produktivitätssteigernd sein. Selbst im Rüstungssektor gelang eine hohe Steigerung der Produktivität. Statt 25 Fabriken im September 1936 arbeiten im Juli 1937 300 Betriebe mit einer Gesamtbelegschaft von 150.000 Arbeitern in der Kriegsindustrie. Und dort stieg die Produktion um 30-40%. Auch im Dienstleistungssektor war eine große Produktivitätssteigerung zu verzeichnen. Hier sind besonders die Verkehrsbetriebe Barcelonas zu erwähnen. Also das nächste Mal, wenn ihr in Barcelona seid, nicht nur Party machen und Tapas essen, sondern hey, das ist hier herrscht immer der Anarchismus. Und zwar die Verkehrsbetriebe in Barcelona, die mit 700 Straßenbahnen, 100 mehr als vor dem Putsch, betrieben wurden und in Eigenproduktion neu dazugestellt wurden. Die Eigenproduktion der Straßenbahnen, vorher haben sie halt nur 2% von den Straßenbahnen, die sie benutzen, selber in Barcelona und Umgebung produziert und danach 98%. Also die haben das total umgedreht. Die haben wirklich alles, was vor Ort ist, benutzt für sich selber. Die selbstgebauten Wagen waren leichter und größer als die alten, sodass die Einnahmen um 15-20% gesteigert werden konnten, obwohl die Fahrpreise heruntergesetzt worden waren. Die Landschaft steigerte beispielsweise in Katalonien ihre Erträge um 40%. Nicht schlecht, was sie da gemacht haben. So, die kürzlich befreiten Zonen arbeiteten nach völlig libertären Prinzipien. Entscheidungen trafen die Räte und Versammlungen und da haben wir eine Struktur. Ja? Also die haben schon gesagt, okay, ich kann gerade nicht, ich muss mich um Kinder kümmern. Sicher, geht er mal zum Rat oder zur Versammlung und spricht da dich aus, ich unterstütze dich irgendwie. Das ist eine Hierarchie. Sie ist nicht repressiv, weil ich kann sagen, ich nehme mal, Sicher, was hast du für Mist gemacht, blabla, komm du mal her und mach das für mich. Sie waren keine großen Freunde von der Bürokratie. Anzumerken ist, dass zu dieser Zeit die CNTFAI, also CNT ist diese Confederación Nacional de Trabajo, ist eine Gewerkschaft, die waren damals halt nicht so radikal wie Screensaver gerade. Oh, bitte nicht das Tittenbild. Oh, Schwanger. Von dir. Yeah. Wie ich meinen Porsche sauber mache. Nachdem ich schon ganz welkig bin, dachte ich, oh, ein Bugatti sauber.
Zusätzlich zur ökonomischen Revolution, was ja auch sehr interessant ist und aus unserem Denken auch immer sehr wichtig, war da ein Geist der kulturellen Revolution. Unterdrückerische Traditionen waren verschwunden. Zum Beispiel waren den Frauen Abtreibungen erlaubt. In Spanien, katholisch. Und die Idee der freien Liebe wurde populär. Ja? Das kam später erst wieder in den 60ern auf. In vielerlei Beziehungen war der Geist der kulturellen Revolution ähnlich der Bewegung der Neuen Linken in den 60er Jahren. So, und das Ende? Die Kommunisten und die Republikaner betreiben eine Gegenrevolution. Als Francisco Franco 1939 die Macht übernahm, ließ er Zehntausende von politischen Dissidenten erschießen. Das waren einige Kugeln. So ist das Ende gewesen. Aber interessant, finde ich. Da ist noch genug Material bestimmt drin, um noch einen ganzen eigenen Vortragsteil. Also für mich selber möchte ich da nochmal durchlesen und gucken, wie das so aussah. Bestimmt kann man von denen berichten. Es gibt ja noch Leute, die leben, die das mitgekriegt haben. Da waren sie zwar kleine Kinder, aber die können bestimmt noch so erzählen, wie man so ein bisschen freiheitlicher denkt. So, und dann gibt es noch die Machonowitschen. Haben wir einen Russisch sprechenden hier, bitte? Also wo ist das Wort, was hier in Latein geschrieben, also lateinische Buchstaben geschrieben ist? Simchtona Pirishko Dobitnin Dobutia verpixelt klassifiziert und weiß nur, dass sterben, stirbt, tot und sowas. Wahrscheinlich Tod, der irgendwas Konservatives. Die Maschinowitschina, irgendwas Unterdrückendes. Die Maschinowitschina, die gab es halt in Russland, sind auch während der Revolution entstanden. Deswegen vorhin meine These, dass in großen Revolutionen immer kleine anarchistische Bubbles aufkommen. Bestanden aus Bauern und aus Partisanen. Die Partisanen nämlich als Abwehrbewegung, als Abwehreinheit gegen alles, was sagt, diese Anarchisten, wir stechen euch jetzt ab. Da haben sie sich schon verteidigt. Also war schon ein Verteidigungsmechanismus drin. Aber im Endeffekt war die Rote Armee dann doch stärker und hat die alle umgebracht. So, vielen Dank für eure Geduld. Jetzt haben wir so einen kleinen geschichtlichen Abriss in der westlichen Kultur. Ja, das ist eher unsere Vorfahren, das ist unser Geist, unsere Atmosphäre. Das, was wir in der Schule lernen, das vielleicht nicht direkt, aber bis zum Einordnen Anarchie war schon häufig, also ist schon Teil zumindest der Diskussion gewesen. Habt ihr dazu noch Fragen? Request for Comments? Cool. Dann gibt es dieses wunderbare Zitat, das ich gefunden habe. Ich kann es gar nicht aussprechen. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die meinen, es gäbe zwei Arten und den Rest. Ja, auch interessant. Ja, so, eigentlich, also ich persönlich, der das sagt. Ja, sicher, hör mal zu. Ich sag dir, es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die meinen, es gibt zwei Arten und halt den Rest. Dann will ich mich selber halt eher dazu zählen, zu den Leuten, die der Meinung sind, dass es zwei Arten gibt. Deswegen, ich möchte eigentlich von der Gedankenstruktur abgehen, weil ich festgestellt habe, wenn ich nicht so die ganze Zeit so gebieterisch rumlaufe, dann kommen mehr coole Sachen zustande. Und das ist eigentlich das größte Problem, eines der Probleme, das wir in der Gesellschaft haben, wenn man mit anderen Leuten über Anarchismus redet, dann denken die halt immer an Anomie. Und viele Leute sind halt auch darin verankert, dass man halt eine führende Hand braucht, eine gestrenge Hand. Adam Smith als Vordenker des Kapitalismus hat ja auch die unsichtbare Hand ins Spiel gebracht, also auch dort eine ganz klare Führung des Menschen. Was die Piratenpartei ganz häufig gerne sagt, den Menschen, wir wollen nicht, also die Piraten sind dagegen, dass Leute sagen, wie zum Beispiel unser Innenminister, man muss den Menschen auch vor sich selber schützen und solche Geschichten. Das fasst dieser Spruch eigentlich sehr schön zusammen. So, jetzt haben wir festgestellt, ich hoffe, ihr habt es auch festgestellt, Anarchie war halt ein Thema, aber gelebt wurde es halt nicht wirklich. Es ist schön, dass es das in Spanien gab, aber es war nicht mal ein Jahrzehnt. Und danach war der Tod da. Das ist ein fieses Ende. Also könnte man überlegen, wenn ich die Frage stelle, ist Anarchie möglich, also real umsetzbar, so wie der wissenschaftliche Zweig Anarchismus das macht, der ist auch vor der Frage, ist es eine Utopie, ist es nicht möglich oder ist es möglich? Und ist real. Und das ist jetzt die Frage, die ich hiermit beantworten möchte. Ich stelle erstmal eine These auf als Wissenschaftler und behaupte, Anarchie ist eine Utopie,
Es ist unmöglich, in so etwas zu leben. Kann man ja später prüfen. Die ist falsifizierbar, diese These. Und ob wir sie falsifiziert bekommen, kommt mit mir auf diese Abenteuerreise. Nämlich die These, dass Anarchie Utopie ist, können wir mit. Wir brauchen nur einen Beweis, dass es funktioniert hat. Bisher. Und dann ist die These schon gebrochen. Aber eigentlich läuft die Wissenschaft andersrum. Ich suche jetzt eigentlich nach einem Beweis in der menschlichen Geschichte. Ah, du hast Wissenschaftstheorie gesehen, ne? Du weißt, dass ich gerade ein bisschen schwach argumentiert habe. Es gibt. Nicht? Okay. Ich suche jetzt, also es gibt diese These. Und da die These sagt, es gibt keinen Anarchismus, suche ich jetzt irgendwo in der menschlichen Geschichte, weil es ist mir eigentlich Wurst, ob Steine anarchisch leben können. Oder irgendwelche Lebewesen. Ich bin ein Mensch, ich möchte mal gucken, wie die Menschen da kommen. Ich suche ein Beispiel, dass Anarchie lange Zeit fruchtbar und anarchistisch existiert hat. Und dieser Gegenbeweis führe ich zwei indigene Völker an. Ganze zwei Stück. Es gibt bestimmt mehr als das. Hier ist übrigens der Marshall Salins, der gesagt hat, egal wie andere Völker leben, deren Gesellschaftsform ist genauso hoch anzusehen wie unsere Gesellschaftsform. Und dann möchte ich mich dem anschließen und guck mal und finde, ich habe keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Reche Mapuche. Ich entschuldige mich bei allem, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Der Einfachheit sage ich einfach mal Mapuchen. Ja? So. Ah, hier ist kein Bild dabei. Also, da ist ja, ihr seht hier eine große Karte von Südamerika und die wohnten so, nie ohne Seife waschen, also eher in dieser Richtung von Latein, von Chile und so ein bisschen Argentinien. Und die waren jetzt keine Bürokraten, sondern sie haben halt einen Acker gebaut, waren Fischer. Landschaftlich. So haben die halt gelebt. Und sind halt ein indigenes Volk Südamerikas. Sie waren Halbnomaden. Deswegen konnten sie nicht wirklich Landwirtschaft betreiben, weil sie halt immer wieder fort mussten. Sie lebten in zahlenmäßig kleinen Familienverbänden. Die nannten sie Lofches. Nagelt mich nicht drauf fest. die waren autark und autonom. Ja, also ein Familienverband lebte von sich selbst und war aber auch anderen Familien gegenüber. Es gab jetzt nicht, oh, die Familie der Medici macht den Platz. Sondern die waren halt auch so. Bist du auf dem Bürgersteig, müssen wir drüber reden. sie kannten das Rad nicht. Sie kannten keine größeren Dörfer. Aber sie widersetzten sich erfolgreich der spanischen Kolonisation mit erbitterter Gegenwehr. Und die Mapuchen, so wie die aussehen, ne, so. Das ist kein Maya-Volk, keine Inkas und so, ne? Und das war die Hochkultur. Also Inkas, das waren, die würden wir eigentlich als erstes sagen, so, boah, die konnten was. Große Gebäude bauen. Ja. Aber die Spanier haben die besiegt. Nur diese Halbnomaden nicht. Wie haben die das hingekriegt? Ja, einmal kannten die halt die Natur, weil sie die ganze Zeit rumgelaufen sind. Die hatten also wirklich einen guten Heimvorteil. Und die haben ihre Freiheit einfach verteidigt. Die konntest du nicht locken mit Glasperlen oder so. Da sind die sehr stolz drauf. Also, wenn ihr dir sprecht, so, die kennen, also Geschichte, die kennen Zeit der Kolonisation, die haben ein Wort für die Zeit, bevor der Spanier da war, oder die westliche Kultur, unsere Kultur, bevor sie da war, und halt danach. Die haben es auch geschafft, ihr Land, was sie eigentlich nur halb nomadisch bewandern, so gesetzlich zu verankern in unserer westlichen Kultur, dass es immer noch ihr Gemeineigentum ist. Ja, anders wie zum Beispiel Indianer in Nordamerika, die sind ja einfach in Reservate geschickt worden. Also nicht schlecht, die Jungs, was sie aufstellen. Oh nein, 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 nein. Habe ich nicht gelesen, ne? Der Funfact sollte erst später kommen. So, die Mapuchen besaßen, halt bis die westliche Kultur aufkam, eine gesellschaftliche Struktur, die frei von jeglicher Herrschaft war und keine festen territorialen Grenzen oder Barrieren zwischen den Schichten kannte. Ordnung wurde durch soziale Bindungen wie Verwandtschaften oder Allianzen hergestellt, die frei eingegangen werden konnten, aber auch wieder frei aufgelöst werden. Das ist ziemlich frei. Die Mapuchen wussten nicht, dass sie halt in Anarchie lebten. Also haben sie halt gelebt. Bis dann die westliche Kultur kam. Und dann kam auch irgendwann ein Anthropologen und der hat gesagt, ihr lebt halt Anarchie. Was ist Anarchie?
lehnt repressiven Modus der Herrschaft ab. Ja, Mann! So leben wir. Wobei, die neuzeitliche politische Anthropologie beging leider den Fehler, dass sie keine Gesellschaft ohne Herrschaft denken konnte. Ja, genauso wie die Mapuchen damals, als die Spanier kamen, sich nichts anderes vorstellen konnten als ihre Form Anarchie, konnten die Wissenschaftler zu damaligen Zeiten sich keine Gesellschaftsform vorstellen ohne Herrschaft. Das war so verankert im Kopf. Deswegen kamen die Wissenschaftler dahin und haben dann festgestellt, ja, nee, die haben dann richtig danach gesucht, dass da eine Person sein muss, untergleichen, die ein bisschen gleicher ist oder die was zu sagen hat. Und hat dann irgendwo Häuptlinge verortet oder Schamanen. Ja? Aber natürlich ist der Medizinmann wichtig, wenn gerade das Kind am Leiden ist oder man selber. Ja? Aber das sind halt, die hatten einen Job, den haben sie gemacht und dann waren sie cool. Aber es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, okay, zum Beispiel wie der Mutzi Internet-Nazi sagen könnte, so nur über mich geht das Internet. Der Schamane hat auch das Wissen weitergebracht. Es gab Häuptlinge zur Kriegsführung. Ähnlich wie die geschichtlichen Piraten ja auch relativ lose Haufen waren, so wenn ich diesen einen Chaos Radio Express richtig mitgekriegt habe. Nur wenn es halt in der Schlacht war, braucht man halt jemanden, der irgendwie die ganze Zeit guckt und die Leute irgendwo hinschickt. So. Was gibt es noch über die zu erzählen? Ja, die Spanier kommen halt und dann erzählen die über die Mapuchen. Sie haben kein Oberhaupt. Sie erkennen keine Obrigkeit an. Sie haben keine Sprache. Sie haben kein Gesetz, ihnen fehlt Glaube und Ansehen. vielleicht hier noch was zu zitieren. Okay, die herkömmliche Vorstellung, die wir haben von Entwicklung, kann man bei den Mapuchen nicht. Es ist schwierig für uns, das als gleichwertig zu sehen. Aber sie haben es ja geschafft, aus ihrer eigenen Kraft heraus. Die Natur zu beherrschen, mit ihr zu leben, erfolgreich zu leben, über lange Zeit hinzuleben, sich den Mayas, den Inkas und den Spaniern zu widersetzen, das zeigt, dass ihre Gesellschaftsform erfolgreich war. Den Mayas oder zu widersetzen. Sich den Mayas zu widersetzen. Die Mayas waren in Mittelamerika. Mittelamerika? Also paar tausend Kilometer. Ich weiß nicht, wie ich das Bild rausgezogen kriege. Uno momento per favor, Senor. Wir machen hier mal ein Experiment. Ich zeige dir jetzt das Bild, das vorher nicht eingebunden wurde. Ich glaube, Pinpoint kann das nicht skalieren. Wie war das nochmal? So? Hier, da entlang. Ja, du hast recht. Hier oben müsste dann. Nee, die Mayas sind noch da oben an der Decke oder so. Okay, dann haben sich die so Mayas. In Mexiko ungefähr oder in Guatemala. Du hast recht. Und weil ich ein Idiot bin, sage ich, aber sie hätten sich widersetzen können. und was auch sehr cool ist, jetzt bin ich natürlich im falschen Fokus hier. 2006 will Windows irgendwie den klar machen, dass sie, die wollen ihre Sprache, Windows will eine Sprache in Mapuche rausbringen, damit die Mapuchen ihren Computer, ihre Windows-Version in Mapuchianisch, wie das heißt, benutzen können. Weil sagen die, Verletzung geistigen Eigentums. Also dieser Struggle, dieser Widerstand, der ist schon sehr sweet. Den haben sie einfach knallhart durchgezogen. So, damit haben möchte ich gewonnen? Bitte? Haben sie gewonnen? Ja, es gibt kein Mapuchianisch auf Windows. Wäre allerdings eine andere Frage, ob es mit der GNU-Lizenz, ob man es vielleicht mit GPL-Lizenzen hinkriegen könnte. Weiß man nicht. Ich glaube, wie heißt er? Richard Stallman? Der würde ihre Einstellung mögen, sich der Microsoft so zu widersetzen. Also hiermit endet meine Beweisführung. Ihr könnt sie mögen oder nicht. Ne? Dann müsst ihr allerdings auch wieder eine These aufstellen und so weiter und so fort. Aber die Mapuchen haben es zumindest geschafft, über langen Zeitraum anarchistisch zu leben, die Natur zu beherrschen, zu kultivieren, sich selber zu beherrschen und zu kultivieren und die Beherrschung durch andere und die Kultivierung durch andere abzuwenden. Das ist so lebensformmäßig nicht schlecht, was die gemacht haben. Also es geht tatsächlich in Anarchie. Die Frage ist jetzt, da ich jetzt schon den Schluss mache und sage, ja, Anarchie ist möglich, ich frage halt nur, wie. Offensichtlich haben die Mapuchen kein Internet, kein Windows in ihrer Sprache. Will ich das auch, will ich das nicht? Wie? Ich stelle jetzt die These auf,
dass unser Lebensstandard in Anarchismus nicht zu halten ist. In Anarchie nicht zu halten ist. Die These ist noch unter Bearbeitung, also ich habe bis jetzt noch nicht irgendwie Beweisführung machen können. Aber jetzt kommen auch die San, das ist das zweite indigene Volk. Die kennt man aus dem Film Die Götter müssen verrückt sein. Ja, wo diese Colaflasche runterfällt und die Colaflasche ist aus Gas und die fällt da, die sind irgendwo in der Sahara. Und es ist das härteste Material, das sie kennen. Das härteste Material, was die kennen, ist irgendwie ein verfaulter Zahn oder ein Knochen oder sowas. Und jetzt haben sie dieses Glas und es ist unglaublich hart und du kannst Arbeitsprozesse damit verbessern. Du kannst das Leder besser balgen und du kannst Leute besser damit verdreschen. Und so bringt die Colaflasche, ja, ein Symbol für amerikanische Hochkultur, Zwietracht und Ärger über das Dorf. Ein toller Film, kann ich empfehlen. Ist eine Komödie. Ist lustig. Will ich nicht empfehlen. Wenn ihr nichts besser... egal. was an den Zahn auch so interessant ist, ne? Weil jetzt habe ich ein bisschen Blut geleckt und habe gesagt, okay, es gibt da ein indigenes Volk, das kann anarchistisch leben. Und ich hatte vorhin auch gesagt, so, eventuell, wenn man sieht, dass in den Revolutionen so kleine Bubbles aufkommen, wo Anarchisten leben, könnte das bedeuten, das ist eine menschliche Eigenschaft. Ich habe also Blut geleckt und hatte eigentlich gehofft, ich würde ein indigenes Volk finden, das quasi unser Urvolk ist, also das irgendwie seit Ewigkeiten in Afrika lebt. Und wir dann halt quasi nur so herausgewandelt sind. Und das wäre so schön, weil wenn die noch in Anarchie lebten, wäre das ein Beweis dafür, dass anarchistisches Leben eine menschliche Grundeigenschaft ist. Genauso wie dem anderen auf die Fresse zu hauen. Aber es ist nicht nur führen und führen lassen, sondern es ist auch, lass mal klarkommen. Und die Göttin der Zwietracht, Eris, hat mir die San geschickt, per Link. Und das sind die. Du kannst über die mitochondriale DNA feststellen, wo deine Gene so durchgewandert sind. Ja, die mutieren irgendwie statistisch alle x-tausend Jahre und gehen mütterlicherseits. Und man kann ja jetzt auch für $130, glaube ich, einen DNA-Test machen. Und die zeigen dir, wie in den letzten zwei 130.000 oder 160.000, eins von diesen beiden Zahlen, aber sehr langer Zeit, deine Gene so rumgewandert sind. Kleiner Exkurs. Da ich Halbfranzose bin, habe ich in meiner Schulzeit und so nicht gehänselt worden in Deutschland. Ne, Franzose, wie sieht ein französisches Taschenmesser aus? Das ist eine kleine weiße Fahne zum Ausklappen. Ja, genau sowas. Und dann, als ich in Frankreich war, war es den Leuten ja auch nicht recht, so, ihr habt keine Esskultur, zum Beispiel. Ja, oder eure Autos sind zu schnell für unsere Straße. Keine Ahnung. Und dieser Revanchismus die ganze Zeit, der hat mich halt schon ein bisschen geärgert und hat mich traurig gemacht und Ausflüchte, wie zum Beispiel, ja, aber dafür bin ich echter Europäer, hält halt den Typen, von welcher Nation auch immer, nicht davon ab, mir das Maul zu hauen oder mich weiter zu hänseln. Ich hatte eine ganz schlimme Jugend. Traurig. Gut, dass meine Mama mich geliebt hat. Diese DNA kann aber nicht unterteilen, ob du eher deutsch bist oder ob du eher französisch bist. Es gab durch die Völkerbewegung durch Europa so viel hin und her, dass man die DNA gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Also wir sind echt ein fieser Haufen DNA-Blobs. Und das ist eigentlich ein gutes Argument, das nächste Mal, wenn jemand sagt, haha, Franzosen, sage ich, ja, DNA-Test hier, wo ist deiner? Da kann man mal gucken. Was relativ cool ist, man kann auch Wikinger nachprüfen oder so. Also es ist eine coole Sache, dieses DNA-Zeug. Aber das war der Exkurs zur DNA. Die DNA zeigt, dieser Test zeigt aber auch, ob du über Asien rübergekommen bist oder irgendwie Amerika oder was auch immer, wie die DNA halt so wanderte. Und da wird immer die mDNA genommen, die mitochondriale DNA, die ist immer mütterlicherseits. Die mutiert halt in relativ fest statistisch und so kann man das nachvollziehen. Und dann hat man mit denen auch einen DNA-Test gemacht und festgestellt, oh, deren Gene sind ja kaum gewandert, also die sind die ganze Zeit schon da. Die sind an der Wurzel des menschlichen Stammbaums, glaube ich, steht da, genau. Und das ist ja cool, weil die leben anarchistisch. Beweis erbracht. Anarchistisches Leben ist mindestens eine Eigenschaft vom menschlichen Dasein. Das auf die Fresse hauen und so weiter und so fort vielleicht dazukommen, ist eine andere Sache, aber so weit kann man das in die menschliche, ins Sein des Menschen herunterführen. San bezeichnet... ist eine Bezeichnung, die eigentlich die Leute von außen reingetragen haben zu dem. Und ich glaube, gilt als
eher als Herumstreicher, weil das auch Halbnomaden sind. Sie benutzen eine Klicksprache, also was auch im Film zu sehen ist. Sie haben eine sehr hohe genetische Variation, was jetzt rede ich hier also aus einer Wissenschaft, von der ich keine Ahnung habe, aber diese DNA-Forscher meinen, dass eine hohe genetische Variation ein Zeichen dafür ist, dass man wirklich eine frühmenschliche Gesellschaft ist. Deswegen gehören die tatsächlich zu den frühesten Menschenstamm. Wie ist das leid? Genau. Im Jahre 1904, im Anschluss an den Krieg gegen die Herero, gingen die deutschen Schutztruppen auf dem Gebiet der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, ähnlich gegen die San vor. Also, na okay, jetzt habe ich einen anderen Satz übersetzt, aber das ist halt Kolonialismus. Die Leute, die San wurden halt vertrieben oder vergewaltigt und dann vertrieben oder getötet und dann zur Seite gekommen. Einfach nur mal diese kleine Bindung jetzt hier am Tisch sitzen und Elend da unten zu bringen. Allein in Botswana fand keine systematische Verfolgung der San durch Europäer statt. Da haben sie sich hingeflohen. Allerdings kam es jedoch seit Ende der 1990er Jahre, also weniger als 20 Jahre, zur Menschenrechtsverletzung durch die Vertreibung. Bis zur Unabhängigkeit Namibias im Jahre 1990 setzten die südafrikanischen Armeen etwa 3000 San als Fährtensucher ein. Die kennen ihre, das ist ihr Block da unten, die wissen, wo man sich hinbewegen. Und zwar als Fährtensucher in deren Armee gegen die Unabhängigkeitsbewegung der SWAPO ein. Das Problem ist, die SWAPO hat gewonnen und damit waren die 3000 San unten durch. Die haben nämlich den Feind unterstützt und werden dann versucht, wurden dann verfolgt. Dann möchte ich noch ein bisschen was über die Gesellschaftsordnung, deren anarchistische Gesellschaftsordnung erzählen. Die San zählen zu den egalitären Gesellschaften, das heißt, die haben kein übergeordnetes politisches Führungssystem. Ist ja auch einfach, weil sie halt in kleinen Clans zusammenarbeiten. Die brauchen halt nicht 80 Millionen Menschen irgendwie davon zu überzeugen, dass der Ausstieg aus der Atomkraft schlecht ist und dann doch gut, zum Beispiel. Sind mobile Kleingruppen von 40 bis höchstens 200 Menschen und sind entweder verwandtschaftlich in Beziehung oder zugeheiratet oder persönliche Vorlieben. Aber, also zugeheiratet funktioniert ja nicht, die haben ja keine Ehe. Aber die haben ja persönliche Vorlieben, hängen da ein bisschen rum und wenn es ihnen gefällt, bleiben sie länger, wenn es ihnen nicht gefällt. Es gibt halt noch einen anderen, es gibt noch ein paar andere Sons, zu denen man halt rübergehen kann und sich bei denen herumlaufen kann. Also man muss nicht in diesem einen Clan bleiben, man geht halt auch zu den anderen. Über Gruppenbelange, das ist bei San zum Beispiel, wie jagen wir zusammen oder was jagen wir jetzt? Wollen wir unseren Ort wechseln, unsere Zelte hier abbrechen, woanders? Wird jeder gefragt. Ja, also wirklich jeder. Und der Einfluss auf die Entscheidungen, die die Gemeinschaft trifft, so haben dann die Anthropologen festgestellt, sind halt die individuellen Erfahrungen. Das heißt, je älter du bist, umso mehr Erfahrung hast du, umso besser kannst du in der Diskussion eigentlich auch argumentieren. Es ist also nicht, da ist schon ein gewisser Vorteil, eine gewisse Hierarchie, ein Vorsprung. Kenntnisse und generell rhetorische Überzeugungskraft. Ja? Also sie leben anarchistisch, aber sie sind halt auch Menschen und gewisse Sachen wie gutes Aussehen, gutes Argumentieren ist halt ein Vorsprung in der Diskussion und in der Entscheidung. Sie haben keine spezialisierten Berufe, aber die Arbeitsteilung bei denen findet nach Geschlechtern statt. Klassisch in dem Sinne, dass die Mutter sich um die Kinder kümmert, dass die Männer eher jagen. Ich weiß nicht, ob das ein Matriarchat ist oder nicht. So, die Jagd auf größeres Wild wird zum Beispiel ausschließlich nur von Männern gemacht. Aber wenn die umkommen, ist ja nicht so schlimm. Nochmal Slide drücken. Ja, das ist der heutige Zustand. Viele San arbeiten im südlichen Afrika als Landarbeiter. Alkoholismus ist ein großes Problem. Führt auch dazu, dass sie ihre eigene Lebensweise verlieren. Die San zum Beispiel jagen, indem sie wild nachstellen über 3 Tage und dann kann das Wild einfach nicht mehr. Wild rennt immer, macht dann eine kurze Pause und die San joggen lässig, in Anführungszeichen, hinterher, bis das Wild halt überhitzt. Tiere können, also der San kann Temperatur über die Haut abgeben, Tiere eher nicht, die müssen halt hecheln und die kriegen einen Hitzekollaps und sterben. Das ist der Vorteil, den der Mensch hat, dadurch, dass er halt schwitzen und stinken kann. Ja? So wird er halt auch gejagt, was eine ziemlich krasse Art der Jagd ist natürlich. Aber wenn du alkoholisiert bist, kannst du nicht laufen. Auch wenn der Spruch immer gesagt wird, kannst du saufen, kannst du laufen.
du verlierst eigentlich, also Alkoholismus bricht ja nicht nur dann die Jagdfähigkeit, sondern Interkommunikation, den Respekt, emotionale Selbstbeherrschung. Und so. Ja, so. Eventuell können die Sun auch Alkohol nicht dehydrogenieren, was ich sehr interessant finde, weil wir können es. Das heißt, wir haben im Laufe der Zeit Gene bekommen, unser Oktoberfestbier zu verdauen, die nicht. Offensichtlich war der Mensch vor Bier da. Aber das ist nur ein Exkurs. Das führt natürlich, also Alkoholismus führt dann zu schlechten Lebensbedingungen, dann Vertreibung und Verletzung ihrer Rechte, gesundheitliche Probleme. Oha, da fehlt die letzte Seite. Ah ne, das. Es gibt ein Schulprojekt, bei dem man möchte die natürlich, also ich glaube mal, das ist hier keine Streitfrage, Bildung befreit. Also Sachen wissen ist immer besser als Sachen nicht wissen. Und deswegen haben die ein Ombili-Schulprojekt, das ist von einer Stiftung, um die Kinder dann an die Schule zu bringen. Ne? Also erstmal logistisch, aber dann auch kulturell, dass sie in die Schule gehen. Und die Sons beschweren sich darüber, weil das deren Lebensweise auch noch untergräbt. Jetzt kommen die, und das finde ich sehr cool. Die sind halt weiter weg, die können nicht einfach nachmittags wieder zurückkommen, das ist ein Internat. Und jetzt zitiere ich, die Schüler kehren nach der Internatszeit als Besitzer des Schattens in ihre Dörfer zurück. Damit wird es in der Schule, damit wird gemeint, dass sie ohne Antrieb herumsitzen. Genau diesen Einfluss hatte die Schule auch auf mich. Nach der Schule bin ich erstmal am Fernseher vorgelegt und habe überhaupt nichts mehr gemacht. Und die haben ein Wort dafür, ja? Anstatt zu sagen, ja, das Gehirn ist frittiert von dem Kind, weil es übelst gut aufgepasst hat, sagen ganz klar, das ist Besitz des Schattens. Das sitzt jetzt rum und hat keinen Antrieb. Dann müssen also offensichtlich Leute sein, die Antrieb haben. Ja, Kinder ewig neugierig, immer noch Warum-Fragen stellen und wenn du immer noch so viel Energie hast, jag ein Gnu oder sowas. Und denen ist das aufgefallen, dass das Schulsystem, in das die da gesteckt werden, Internat und so weiter und so fort, ne? Das ist ja unser Schulsystem. Und ich meine damit nicht irgendwie Waldorfschule oder sowas, sondern ganz klassisch Frontalunterricht. Man könnte das also, Besitz des Schattens ist durchaus eine Kritik an unserem Schulsystem. Naja, jetzt versucht man denen halt ihre eigene Muttersprache wieder beizubringen. Eine Rinderzucht ist dort geplant. Die deutsche Hilfsorganisation Lions Mosbach, also der Lions-Verband, vielleicht kennt ihr den, Mosbach, hat da Fläche aufgekauft und versucht, die Leute, die Sons da zusammenzubringen. In ungefähr 3000 Hektar Land stehen denn jetzt zum Farmen zur Verfügung. Ja, soweit zu den Sons. Die haben also wirklich anarchistisch gelebt. Dann kommt die westliche Kultur vorbei und jetzt leben sie halt nicht mehr anarchistisch. Aber auch die leben ohne Internet und so weiter und so fort. Das heißt, die These, wenn wir in Anarchie leben, müssen wir auf sehr viele coole Sachen verzichten, bleibt bestehen. Erstmal. Es ist kein Gegenbeweis jetzt dafür gegeben. Habt ihr jetzt durch dieses Vortragen, in dem ich einmal die westliche Kulturgeschichte von Anarchie erzählt habe und den Gegenvölker so ein bisschen das Gefühl gewonnen, was Anarchie ist? Wahrscheinlich nicht, weil Gefühle kriegt man nur durch Wissenschaft. Das blöde Slide wollte ich noch rausnehmen. Und wir kommen jetzt zur wissenschaftlichen Definition von Anarchie. Tada! Die Punkte können wir auch einzeln umgehen, durchgehen. Also die wissenschaftliche Definition. Die Wissenschaft, Anthropologen schauen sich eine Gesellschaftsform an und prüfen dann Charakteristika, Eigenschaften. Und wenn die zu eher ja tendieren, dann ist diese ist das erfüllt und dann kann man ein Häkchen dran setzen. Und Anarchie hat ein Häkchen bei Entfaltung der Individuen ohne unterdrückende Autorität. Ja? Zum Beispiel, wenn eine Frau Kfz-Mechanikerin werden will, dann grätscht der Vater nicht rein und sagt, du sollst aber 6 Kinder zur Welt. Oder wenn der Erstgeborene nicht Pfarrer werden will, sondern Kindergartenerzieher, dann passiert das. Ja? Du kannst dich selber entfalten. Allerdings gehört dazu auch, ich entfalte mich erstmal in die Richtung und dann vielleicht entfalte ich mich in die andere Richtung. Und dank der Medizin kann es durchaus sein, dass wir uns dreimal verschiedentlich entfalten. Ja, also zweite Karriere gibt es ja auch als Begriff. Wenn das möglich ist, ist diese Gesellschaft, was das angeht, eher anarchistisch aufgestellt. Ich möchte festhalten, entfalte in dem Medium. Scheiße. Grundgesetz, das ist nicht Präambel, aber irgendwo steht auch, jeder hat das Recht, sich selbst zu entfalten. Da ist schon mal eine gewisse Nähe. Freie Assoziation aller mit allen. Karl Marx, glaube ich, hat den Satz gebracht, er träumt von einer Gesellschaft freier Assoziation, freier Individuen.
und meint damit, dass halt Leute zusammenkommen und wieder auseinandergehen, wie sie wollen. Ja? Wenn ich als Linux-User jetzt mit einem Mac-User oder einem Windows-User zusammenkommen will, dann wird er halt nicht rumgeheult und so weiter und so fort. Weder die Windows-User sagen, nee, du darfst nicht, weil dann es nicht tada macht, noch sage ich, ah, ihr seid so schrecklich mit euren fiesen Dingen. Gilt aber auch für alles, was wir an diskriminierender Politik haben. Männlein, Weiblein, Transsexuelle, diese ganze Queer-Gender-Debatte, Rassismus im ganz klassischen Sinne, aber auch im kleinen Sinne. Zum Beispiel die Stadt neben Siegen heißt Olpe und die Leute fahren echt wie Arschlöcher. Das ist schon zum Beispiel bei der Situation, alle mit allen würde dann bedeuten, oh, fahr bloß nicht nach Olpe, die fahren nur wie Arschlöcher. Ist nicht wahr, sorry Olpe. Haben wir hier. Ich habe zum Beispiel den Revanchismus zwischen Frankreich und Deutschland mitgekriegt, aber eigentlich hält mich davon auch keiner ab, nach Frankreich zu gehen. Also Deutschland könnte man sagen, eher anarchistisch. Hierarchie, Zwangs- und gewaltfreie Struktur. Da möchte ich sagen, eher nein. Zum Beispiel der Lehrer im Klassenraum. Das ist eine ganz strikte Hierarchie, da konnte ich mich auch nie wirklich vor entziehen. Da war ich immer zu blöd für. Zwänge verspüre ich durchaus. Zum Beispiel, wenn die Kirchenglocken läuten, dass ich den... gewaltfrei, ich bin oft genug geboxt worden. Ich meine, mein Gesicht ist hässlich genug, um das zu zeigen. Ist halt nicht. Ist auch schwierig, in einer wirklich gewaltfreien Gesellschaft zu leben. Ich sage jetzt nicht, ob ich das machen möchte oder nicht. Ich halte einfach nur fest, dass empirisch aus meinem Datenhaufen ich da eher sagen würde, schwierig. Ja? Zum Beispiel kann ich hier einen Vortrag halten über den größten Bullshit, aber wenn ich arbeite, muss ich Montag ist Feiertag, aber Dienstag, um eine gewisse Uhrzeit irgendwo sein, eine gewisse Tätigkeit vollbringen und darf die nicht und darf da nichts machen. Schlimmer ist noch Akkordarbeiter, die müssen nämlich eine gewisse Sache abarbeiten. Das ist halt nicht zwanglos. Aber anders funktioniert halt kapitalistische Arbeitsteilung nicht. Kann man gut oder schlecht finden, ich würde hier erstmal ein Minus hinterlegen. Das Individuum ist verantwortlich über die eigenen Lebensumstände. Ja, sollen die Hartz-IV-Empfänger doch arbeiten, diese faulen Schweine. Aber sonst im größten Teil, ich mache was und da wird mir nicht reingeredet. Der zweite Satz ist kooperative Verantwortung eigener Lebensumstände. Ich kann mit anderen Leuten über meine Lebensumstände entscheiden. Schlechtes Beispiel, aber es geht in die Richtung Ehe, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, meine Frau, jetzt Freundin, sagt so, hey, ich verdiene das 10-fache wie du. Pass doch auf die Kinder auf. Ja, okay, würde ich das machen, würde ich es nicht machen. Es gibt Sinn, es gibt auch nicht Sinn. Aber ich würde mich dann halt kooperativ mit anderen Leuten absprechen und dann mein Verhalten dieser Absprechung gemäß anpassen. Ja? Zum Beispiel, wenn ich dem Wallinger sage, du, fahr mich mal ins Raumzeitlabor, aber fahr nicht wie ein Arsch. Dann müssen wir erstmal drüber reden. Und dann will er sich vielleicht freiwillig selber dazu aufbringen lassen, dass er höchstens 110 fährt. Das ist damit zum Beispiel gemeint. Ich würde da, am Anfang dachte ich, ja, das passt in Deutschland, das machen wir so, freiheitlich demokratische Grundordnung, tun wir aber auch nicht. Wenn du zum Beispiel deine Kinder schlecht behandelst, dann kommt irgendwann das Jugendamt und es hat das Recht, die Kinder wegzunehmen. Das ist nicht mal kooperativ. Ne? So, ich sage ja nicht, ob die Tat gut oder schlecht ist. Ich sage einfach nur, da hat Anarchismus generell Probleme mit Trollen oder Leuten, die einfach nicht reinpassen wollen und so weiter und so fort. Kommen wir später zu. Ich möchte da so ein Fragezeichen hinstellen. Es gibt keine lenkende Zentralgewalt. Minus. Ne? Wir haben die Staatsgewalt. Wir haben sie zwar aufgeteilt, grob, Legislative, Jurisprudenz und Exekutive, aber sie lenkt einfach. Und ich habe häufig nicht das Gefühl, dass wenn ich alle 4 Jahre wählen gehe, dass ich da einen großen Einfluss darauf habe, das zu machen. Also hier definitiv ein Minus, das ist also nicht anarchistisch. Keine traditionellen herkömmliche Verwaltung. Wir kennen nur die traditionelle herkömmliche Verwaltung, also auch Minus. Eine nicht traditionelle, nicht heimkömmliche Verwaltung wäre zum Beispiel zu sagen, Silscher, du heißt Silscher und deswegen führe ich dich in den Büchern als Silscher, weil das, was der Staat zum Beispiel macht, ist ja, er führt uns ja nicht mal mit unserem Namen und Geburtstagsdatum, sondern er führt uns entweder über die Steuer-ID oder über die Nummer, die in unserem Personalausweis drin ist. Also wir sind in unserer Regierung, also in Deutschland, in diesem Staat, nennen wir uns quasi mit Namen, so wie wir uns auch Domain-Namen ausgesprochen besser merken können als irgendeine Zahlenfolge. Aber die herkömmlich traditionelle Verwaltung ist eine Maschinerie und die nennt uns an. Was gibt es sonst noch an herkömmlicher Verwaltung? Ja, ziehen Sie erstmal eine Nummer. Wenn du ein Problem hast, würdest du quasi im anarchistischen System direkt rankommen können. Es gibt auch genug Leute in der Verwaltung, die sich um dich kümmern. Es gäbe auch wahrscheinlich ein Finanzamt, das irgendwie 1 Million Leute hat, die da arbeiten, weil sie dann auch die
die Finanz... Braucht man die Finanzamt in der Anarchie? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist halt die Frage, was das Finanzamt macht. Ne? Die Leute vom bedingungslosen Grundeinkommen sagen ja, auf jeden Fall. Weil das Finanzamt muss ja auch jedem einen Betrag pro Monat auf das Konto aufschreiben. Ich glaube schon, dass man, also wenn man Finanzamt als Selbststeuerungsmittel sehen würde, dass zum Beispiel die einfach das Geld haben, Leute einzustellen, die davon leben, den Leuten zu sagen, wie sie Steuern sparen, wenn man die irgendwie rauskriegen könnte, weil das ja Steuerflucht ist, soziale Abschaum, definitiv, da für solche Sachen bräuchte man das Finanzamt. Dass man dir in die Hose fummelt und so guckt, hast du da eine Quittung für und so weiter und so fort, würde ich sagen, okay, das ist mir nicht depressiv, aber auch depressiv, es ist depressiv. Ja? Das ist halt die Frage, wenn das Finanzamt wirklich unabhängig wäre und alle kontrollieren würde und man sich da irgendwie durch genaue Kombination von irgendwelchen Positionen und Scheintransaktionen da nicht freikaufen, würde ich sagen, klar, natürlich brauchen wir das. Also das Geld, die Geldmenge, die wir hier drin so ein bisschen aufarbeiten, gehört eigentlich uns allen. Warum ist es so komisch verteilt? Und warum sind gerade die Leute, die so viel haben, in der Lage, noch weniger zu zahlen? Ich glaube, Pfeffer hat letztens geschrieben, dass welcher Konzern? Amazon bezahlt 2% Steuern. Weil die halt so clever alles zusammenschieben. Das ist doof. Weil ich feststelle, dass selbst der reichste Mensch auf der Autobahn 250 zu rasen, eine vernünftig aufgebaute Autobahn braucht mit Richtungsanzeiger, Startschutzplanken, allen möglichen Kram. Aber er zahlt halt weniger Steuern. Das ist ein bisschen doof. Also ich würde da sagen, wir haben durchaus eine lenkende Zentralgewalt. Viel schlimmer noch, wir haben Leute, die sich überhalb der zentralen Zentralgewalt befinden und dann die Zentralgewalt in ihrem Sinne lenken. Das ist schrecklich. Für einen Anarchisten. Dann Bestrafung. Und das ist interessant, Bestrafung nur nach Verletzung vorher vereinbarter Regeln. Haben wir in Deutschland nicht. Wir werden in ein Gesetzessystem, in eine Gesetzesstruktur eingesetzt, hineingeboren, haben keinen großen Einfluss darauf, wie es sich später gestaltet, aber müssen uns von der ersten Sekunde eigentlich daran halten. Okay, es ist aufgeweicht worden, Eltern haften für ihre Kinder und so weiter und so fort, aber ich werde in meinem Leben zum Beispiel nie gefragt werden, ob ich es gut heiße, dass, man nennt nur irgendwas Schlechtes, diese Schaumsteuer, die damals für die deutsche Flotte vom Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde oder vom Ersten Weltkrieg, da habe ich keinen Einfluss drauf, ob ich es gut heiße, dass Flüchtlingslager irgendwie nicht in Deutschland oder Europa stattfinden, sondern direkt da, wo sie herkommen. Investitionen in die Waffenindustrie, diese ganze Schieberei, ob ich das gut halte. Ich weiß nicht, ihr findet da bestimmt auch Negativbeispiele. Ich will sie euch nicht rauskitzeln. Da müssen wir also Minus dran setzen. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung gibt sowas nicht her. So, die höchste Bestrafung in Deutschland ist lebenslänglich weggesperrt. Ich glaube, das ist eigentlich nur 15 Jahre Knast. Was sehr schrecklich ist, finde ich. Also ich könnte nicht mehr einen Tag, also hätte ich die Erfahrung gemacht, in der Ausnüchterungszelle einen Tag rumsitzen zu müssen, dann würde ich das als sehr schrecklich empfinden. Todesstrafe wie in Amerika ist endgültig, definitiv. Der Anarchist allerdings hat die höchste Strafe Ausschluss aus der kommunalen Gemeinschaft. Das ist verdammt wenig, könnte man denken erstmal. Aber wenn man bei den Suns zum Beispiel ausgeschlossen wird, dann muss man sich halt um den ganzen Lebensunterhalt selber kümmern. Und das geht dann halt verdammt schlecht, weil der Tag hat nur 24 Stunden, man verbraucht unglaublich viel Energie, außerdem gibt es da Löwen, tot. Ja? Vielleicht, und das ist die Frage, was passiert denn, wenn der Sun aus dem einen... Ja, ich bin auch Sklave meines Screensavers. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn ein Sun aus einem Clan, die Frage habe ich nicht ich gestellt, sondern Simon hat sie mir gestellt, ich konnte keine Antwort finden. Deswegen habe ich die Frage auch behalten. Wenn ich aus einem Clan ausgestoßen werde und 30 Kilometer weiter ist ein anderer Clan, gehe ich einfach rüber? Kann ich einfach rübergehen? Wie reden die Clans eigentlich unter sich? Aber jedenfalls, wenn ich hier böse Sachen machen würde in Deutschland, es gibt einen Knast, wo ich immer reinkomme. Das ist die nächste kommunale Gesellschaft, in die ich hineingedrückt werde. Ich habe nicht das Gefühl, dass wenn ich mit einem proprietären Betriebssystem in ein Hackspace gehe, dass ich aus der Kommune ausgeschlossen werde. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ich Exploits an Geheimdienste oder Mafiastrukturen weiterverkaufe, dass ich dann aus der Hacker-Szene rausgeschmissen werde. Es würde vielleicht ein bisschen Wind geben, aber großartig nicht. So eine Bestrafung, so du bist böse, du musst raus, kennen wir höchstens, wenn zum Beispiel Uli Hoeneß Steuern hinterzieht. Oder
Naja, ganz wunderbar, wenn du zum Beispiel in einer katholischen Gemeinde bist und du lässt dich scheiden, dann wirst du exkommuniziert. Also, in diesem Sinne ist die Kirche relativ noch anarchistischer als wir. So, die Gesellschaft regelt sich über Räte, freie Übereinkunft oder rein funktionale Entscheidung. Das, da weiß ich nicht, wie ich antworten soll, so für unseren Staat. Also Räte sind was anderes als Parlamente, die können sich leichter zusammenfinden und auflösen. Und da ist die Mitgliedschaft eines Parlamentariers nicht so vorgegeben, die haben auch keine Immunität und so weiter und so fort. Freie Übereinkunft, das ist ja das, was wir vielleicht in der Hacker-Szene so verteidigen, dass wir nicht unter Generalverdacht stehen, dass wir nicht überwacht werden und so weiter und so fort. Und dann kommen halt Leute zusammen und bauen Hackspace oder probieren was aus. Das ist eine Art der freien Übereinkunft und die kriegen wir hin, weil wir in Deutschland halt tatsächlich noch gewisse Räume haben, wo wir uns austoben können. Und viele Leute sagen, also braucht man nur ein Fürbot, nicht Fürbot, wer ist der jetzt? Courage Digital? Digital Courage. Die würden jetzt sofort sagen, ja, aber seit 20 Jahren wird es immer schlimmer und so. Und ich glaube, es reicht eben nur 3-4 Einträge bei Fefe zu lesen. Und dann wird man auch sofort wieder paranoid. Vielleicht müsste man hier auch ein Video setzen. Dann, beim ersten Mal, als ich das gehalten habe, den Vortrag, ist halt die Frage aufgekommen, okay, wenn jetzt dieser repressive Modus von Herrschaft, man muss auch einfach nur feststellen, wenn man geht wissenschaftlich hin, ist die Herrschaft repressiv? If ja, dann abschaffen. Kann man machen, allerdings ist halt auch die Frage, ob wir Zwang so richtig spüren, ne, weil wir halt in dem System drin sind. Und ich möchte da ein gewisses Bild euch vortragen. Wenn ich jetzt hier rausgehe in schöne Mannheim und es regnet, habe ich gehört, in Mannheim regnet es manchmal, dann ist der Effekt davon, also von einer Naturgewalt, einem physikalischen Naturgesetz, da kann ich nichts gegen machen, dass es regnet. Ich könnte halt nicht rausgehen, aber das ja, ich bin sowieso immer drin, scheiß drauf. Aber wenn ich rausgehe und es regnet mir auf den Kopf, ja, dann wirkt eine Naturgewalt auf mich ein und das Ergebnis ist ein nasser Kopf. Ja? Wenn ich also sagen würde, ja, ich habe einen nassen Kopf, kann ich nichts machen, das ist eine Naturgewalt, dann ist das okay, das ist eine legitime Feststellung. Wenn ich aber rausgehe, man spuckt mir auf den Kopf und die Frage, ob jetzt Zwang, repressiver Modus und so weiter und so fort herrscht, ist einfach nur, ja, ist dein Kopf am Ende nass? Dann sage ich, oh scheiße, ja, ist nass. Ja, passiert dir bei Regen auch. Es ist Naturgesetz. Du musst bespuckt werden. Das ist ganz normal. Es gibt keine andere Möglichkeit, als bespuckt zu werden. Entweder, das ist genau dasselbe wie in der Naturgewalt. Und dann ist es eben nicht so. Ja? Dann ist es eben, was zum Teufel habe ich da im Kopf? So richtig fiesen, gelb-grün, sauber Schleim. So. Nein, die Natur hat dich nicht gerade angenässt, sondern die Gesellschaft hat dir auf den Kopf gespuckt. Was bedeutet das? Das ist Zwang. Kannst du es abwischen? Kannst du dich dagegen wehren? Darfst du nicht mehr rausgehen und so weiter? Und das ist der feine Unterschied, glaube ich, zwischen repressiven Modus der Herrschaft und, sagen wir mal, einem Naturgesetz, wo wir sowieso nicht weg können. Einfach herauszufinden, ob es einen Zwang gibt und wenn es den gibt, ob man den abstellen kann. Ich kann zum Beispiel nicht rausgehen. Ich stelle mich nicht auf die Waage und sage, damn, ich bin zu schwer. Mach dich leicht und damit hätte ich irgendwie die Gesetze der Gravitation überspielt. Das geht nicht. Das ist ein natürlicher Zwang, der ist aber ganz anders von dem gesellschaftlichen Zwang, wo ich rausgehe und sage, du fette Sau, dann werde ich beworfen mit Scheiße. So, das ist auch so, das ist vielleicht, wenn man sich dann noch die Frage stellt, wie kann ich das abschaffen, dass ich bespuckt werde, dann geht man schon in Richtung Anarchismus rein. Wenn man sich dann aber anschaut, dass wir als westliche Kultur meistens die sind, die andere Leute auf den Kopf spucken, dann sind wir zumindest am theoretischen Teil der Erkenntnis von Anarchie angelangt. Aber jedenfalls sollte man da durchaus unterscheiden. Nicht alles, was wir uns, ich muss das jetzt machen, müssen wir eigentlich nicht. Und dann den anderen vielleicht so mitzuteilen, also eigentlich muss man das ja nicht. Wie? Wir können doch jetzt nicht streiken. Die Welt braucht unsere Dönertaschen. Also, oder wir können doch jetzt nicht mit, wir können uns doch nicht, ich kann die Frau nicht heiraten, die ist doch Buddhistin oder irgend so ein Kram. Das sind halt einfach nur gesellschaftliche Zwänge. Und wenn man das ändern kann, dann gibt es ja, dann ist der Zwang erstmal ein Herrschaftsmodus, aber wenn man es ändern kann, ist es halt nicht repressiv. Und damit ist diese Art der Herrschaft schon okay. Wenn man es nicht ändern kann, ist es repressiv, aber dann ist man meistens so tief in der Scheiße, kann man sowieso nichts dran ändern. Aber es hilft, Erkenntnis ist der erste Schritt. Und weiter geht der Anarchist auch nicht. Ja? Drückt Anarchismus bis zum Punkt, dass man erkennt, ob etwas eine Naturgewalt ist oder eine gesellschaftliche Herrschaftsgewalt ist
Und dann, wenn es eine herrschaftliche Gewalt ist, man könnte jetzt einen schönen Baum aufhauen, ist es eine gesellschaftliche, ist es ein gesellschaftlicher Zwang, kannst du ihn ändern, ja okay, dann ist alles gut, kannst du ihn nicht ändern, okay, jetzt musst du als Anarchist musst du jetzt Alarm schlagen, wenn du überhaupt darfst. Aber er macht nichts Großartiges außer dem hier, wie Menschen miteinander leben können. So Sachen wie Selbstbestimmung, Freiheit des Einzelnen, Solidarität der Gesellschaft und so. Das sind abstrakte, aber die sagen zum Beispiel nicht, du musst deinen 10. Teil des Monats abgeben. Die sagen auch nicht, dass man jetzt eine große LPG aufmachen muss oder dass man Dissidenten abschlachtet wird. So, hier kommen wir nochmal zum Anarchie und in der Ordnung oder die Ordnung der Anarchie. Ich hoffe, das ist auch klar geworden. Anarchie ist auf keinen Fall eine schwache soziale Struktur, sondern ganz im Gegenteil, es ist eher eine sehr fragile Struktur, die, wie wir im spanischen Anarchismus gesehen haben, jetzt nagelt mich nicht ans Kreuz, ökonomisch produktivitätssteigernd ist, kulturell auch. Ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen auch die Idee, die Trennung zwischen Anomie und Anarchie hinbekommen, sodass Blabber das nächste Mal rezitieren kann. Und auch dieses Zeichen oder die Bedeutung, dass Anarchie eine selbststeuernde Struktur hat und auch eine Herrschaftsstruktur zulässt, solange sie nicht repressiv sind, geht auch auf diesen Pierre-Joseph Proudhon zurück. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich soll euch ganz lieb vom Hasi grüßen, der Hackspace in Siegen. Und auf der nächsten Folie, okay, das war ein Kommentar an mich. In der nächsten Folie gibt es halt noch Zeug, das Anna mir geschickt hat, wo ich hätte drüber reden können, aber ich dachte, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Das kommt vielleicht im zweiten oder dritten Teil. Tumultartiger Applaus. Yeah! Vielen lieben Dank.